S wie Schizophrenie. Schizophrenie ist eine psychische Krankheit, das heißt, die Gedanken und die Gefühle sind betroffen. Die Anzeichen oder Beschwerden, die können da ganz unterschiedlich sein. Dazu kommen wir gleich noch. Schizophrenie kann in sogenannten Schüben passieren. Das heißt, man hat zum Beispiel mehrere Wochen Beschwerden und dann verschwinden sie wieder oder werden zumindest weniger. Manchmal bleiben sie aber auch. Schizophrenie ist eher selten. Nur ca. 7 von 1000 Menschen haben die Krankheit. Erstmal was Wichtiges vorweg. Man hört ja oft, dass jemand, der an Schizophrenie erkrankt ist, eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also sozusagen mehr als nur eine Persönlichkeit. Das ist aber falsch. So eine Krankheit gibt es zwar auch, die heißt aber anders, nämlich dissoziative Identitätsstörung. Und was genau ist dann Schizophrenie? Also, für Schizophrenie gibt es ganz unterschiedliche Anzeichen. Ein Anzeichen kann sein, dass das Denken irgendwie nicht so richtig funktioniert. Man denkt dann immer wieder dasselbe. Oder die Gedanken stocken sozusagen. Oder sie werden ganz wirr. Manche Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, die denken auch, dass alle anderen ihre Gedanken hören können. Oder sie haben das Gefühl, dass ihre Gedanken nicht ihre eigenen sind, sondern als hätte sie jemand von außen sozusagen eingegeben. Manche können sich dann auch nicht so gut konzentrieren. Was auch sein kann, dass man Geräusche oder Stimmen hört, die aber eigentlich gar nicht da sind. Das kann natürlich auch Angst machen. Manche Betroffene fühlen sich auch richtig verfolgt, sie werden dann misstrauisch und manche meiden dann auch andere Menschen. Noch ein anderes Anzeichen ist, dass die Betroffenen einfach nur da sitzen, sich gar nicht bewegen und überhaupt nicht auf andere reagieren. Wie gesagt, das sind alles nur mögliche Anzeichen. Wenn man was davon hat, dann bedeutet das nicht, dass man Schizophrenie hat. Und auch umgekehrt, wenn man Schizophrenie hat, passiert nicht unbedingt das alles, was ich gerade genannt habe. Woher kommt Schizophrenie? Das weiß man noch nicht so genau. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Ein Grund kann in den Genen liegen. Also wenn jemand in der Familie Schizophrenie hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass man das auch kriegt. Muss aber, wie gesagt, nicht. Wenn man so eine Veranlagung hat, dann können bestimmte Dinge von außen es wahrscheinlicher machen, dass die Krankheit ausbricht. Zum Beispiel, wenn man was Schlimmes erlebt hat oder wenn man Drogen nimmt. Wahrscheinlich ist jedenfalls, dass bei Schizophrenie das Gehirn die Informationen etwas anders verarbeitet. Wie kann man Schizophrenie behandeln? Wenn man denkt, man hat vielleicht Schizophrenie, dann sollte man erstmal mit der Hausärztin oder dem Hausarzt sprechen. Und wenn das nötig ist, dann leiten die einen an einen Spezialisten oder eine Spezialistin weiter. In dringenden Fällen, zum Beispiel wenn der betroffene Mensch sich selbst oder andere in Gefahr bringt, da gibt's den Rettungsdienst, also man ruft die 112 an. Oder man geht in die Notaufnahme von einer Klinik. Eine Schizophrenie behandelt man übrigens mit Medikamenten und Psychotherapie, also Gesprächen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Die helfen, mit der Krankheit besser klarzukommen und sie helfen auch, sich wieder in ein normales Leben zu gewöhnen. Das war Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Kari Krungel aus dem Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Übrigens, leider ist es immer noch so, dass es viele Vorurteile über Schizophrenie gibt. Vieles, was man da so hört, stimmt aber nicht. Da hilft es, wenn man mehr darüber weiß. Und dafür gibt es Projekte, die Schizophrenie und auch andere Krankheiten, wo die Gedanken und die Gefühle betroffen sind, genau erklären. Schaut doch mal in die Infos dieser Folge, da findet ihr einen Link zu solchen Projekten.